Hallo Herrschaften und liebe Leute. Ja, so sehe ich aus und willkommen zu meinem Let's Play, das gleich nach diesem Let's Talk folgen wird. An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass ich bereits über 10 Abonnenten besitze. Unfassbar eigentlich, wenn man bedenkt, was für Videos ich hochgeladen habe. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, diese Abonnenten mal ganz fest zu beschimpfen. Ihr seid irre. Warum seht ihr euch das an? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann keinen Sinn ergeben. Geht lieber schlafen oder bohrt in der Nase oder zieht euch grüne Socken über den Kopf. Das ist alles mehr sinnvoll, als meine Videos anzusehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber damit dieses Video nicht vollkommen sinnlos ist, möchte ich euch an einer meiner Weisheiten teilhaben lassen. Diese lautet: Kaninchenbesitzer sind intelligenter. Ja, und schau, wer ist denn da? Hallo Blackie, mein Kaninchen ist da. Ja, ist das ein süßes Tier? Seht her, der ist noch süßer als ich und sehr, sehr viel süßer als ihr. Oh, Entschuldigung, Schätzchen. Ja, habe ich das auch gesagt. Aber jetzt, ohne weitere Verzögerungen, zu meinem Let's Play Victoria 2. Das ist der achte Teil, soweit ich mich entsinnen kann. Den habe ich schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Das heißt, seid bitte nicht verwirrt, wenn ich euch im Let's Play noch ein zweites Mal begrüßen werde. Für diejenigen, die nach diesem Let's Talk nicht mehr dabei sein wollen, das ist ein bisschen so wie nach der Zeit im Bild 2, die Leute, die auf Dreisat sind, sage ich gute Nacht, schlaf gut und träumt was Schönes. Und für die anderen viel Spaß mit meiner Eroberung Preußens. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir gegen Preußen einen Krieg gewonnen. Wir haben uns Schlesien einverleibt, ein wirklich mächtiges und großartiges Gebiet, das uns zu Wohlstand und Reichtum führt. Außerdem haben wir unsere erste Eisenbahn entdeckt und entwickelt. Wir werden gleich weiter forschen und zwar am besten hier bei der mechanischen Produktion oder gehen wir wieder in die Kultur. Positivismus wäre super. Staat und Regierung natürlich auch. Noch ein nationaler Fokus. Das wäre schon sehr schön, aber das Zeug ist sehr teuer. Noch 11.600. Das kostet nur 7.500. Ja, wir werden Positivismus machen. Wir brauchen mehr Bildung im Reich, mehr Bildung und dadurch mehr Forschungspunkte. Durch Schlesien haben wir uns auch die ersten Angestellten ins Reich geholt. Wir haben jetzt insgesamt 0,01% Angestellte. Ihr seht das hier. Wenn wir 4% Angestellte im Reich haben, gibt es noch einen fetten Forschungsbonus. Derzeit kriegen wir 0,00 und ein paar zerquetschte Forschungspunkte durch Angestellte, aber immerhin. Irgendwann einmal werden sie auch einen Großteil unserer Forschung mittragen. Wir haben jetzt als Grundpunkte bereits fast 5 Punkte. Das letzte Mal, wie wir reingeschaut haben, hatten wir noch 4,5 oder 4,6, glaube ich. Und ihr seht, insgesamt sind wir schon auf 15,29. Das heißt, innerhalb von nicht einmal 10 Jahren, weil 1836 haben wir gestartet, haben wir unsere Punkte mehr als verdoppelt. Gut, jetzt zahlen wir als erstes mal unsere Schulden zurück. Und nachdem wir unsere Schulden zurückgezahlt haben, gehen wir doch nochmal in Pause, werden wir hier ein wenig umbauen. Dann haben wir auf 30% runter, die wieder auf
95% drauf und auf 85. Das gehen wir wieder runter auf ca. 80%. Wir mögen Soldaten ja, aber unbedingt muss es nicht sein. So, wir gehen hier wieder auf, manchmal auf 70% zurück und da auf 90%. Die Armen werden weiter voll besteuert. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Die Soldaten sind so ein bisschen doof, dass wir die auch voll besteuern, aber was soll's. Wir wollen vor allem geistliche Bürokraten und auch Angestellte fördern und deswegen müssen wir da die, senken wir für die die Steuern. Es wird dadurch wahrscheinlicher, dass sie gebildet werden. Also Angestellte wahrscheinlich noch nicht, dazu haben wir noch zu wenig Literacy, also Alphabetisierung, aber auch da sind wir auf 20% mittlerweile. Gut, Hamburg mag uns, Walachei mag uns, Sachsen mag uns, Dänemark mag uns, Belgien mag uns und Schweden mag uns. So, wir schauen einmal. Preußen hat kein Heer. Sehr gut. Und auch die Industriestärke ist stark zurückgegangen. Sie sind jetzt schon fast so schwach wie wir. Prestige haben sie auch einen Haufen verloren. Sehr gut. Also wenn es nach mir geht, kann Preußen jetzt langsam aus den Großmachträngen fallen. Sie sind doch nur noch 16. Mit etwas Glück schaffen sie nicht mehr rechtzeitig sich zu erholen, dann ist Belgien drinnen. Belgien ist mir lieber. Warte mal, aber Belgien könnten wir versuchen, ein Bündnis zu machen. Nein, nein, sie haben schon ein Bündnis mit Großbritannien, schade. Frankreich, sie wollen verbessern. Okay. Gut, vielleicht sollten wir das mit den Steuern doch nochmal überdenken. Lehrer sind teuer. Lehrer sind teuer. Keine gute Sache. Und tatsächlich, Preußen hat seinen Rang als Großmacht an Schweden verloren. Na gut. Gut, nachdem Lehrer so teuer sind, müssen wir einfach die Kosten fürs Heer noch weiter senken und die Steuern für die Mittelschicht doch etwas anheben. Tut mir leid, Freunde. Es geht darum, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Gut, Afghanistan hat ebenfalls einen Teil seines Reichs verloren gegen Persien, das ist hier hinten. Also Persien ist schon um einiges größer geworden, beziehungsweise Afghanistan existiert fast nicht mehr. Arg, was die da aufgeführt haben. Eine grauenhafte Sache. Wir würden sowas nie tun. Also, zumindest nicht, wenn wir davon mit wegkommen können. Nicht wegkommen können? Hm. Egal. Gut, was wir brauchen, sind mehr Truppen. Naja. Also, macht das Anhalt. Akkuschluss und Militärbündnis, okay. Ja, die ganzen kleinen Staaten wenden sich jetzt ab von Preußen, eh klar. Eigentlich könnten wir, wenn das so ist, hier wieder etwas anderes machen. Bayern. Senken die Meinung von Frankreich. Gut. Warten wir doch glatt noch ein wenig. So, Kolumbien senken wir auch die Meinung von den USA. Jetzt haben wir Kolumbien bereits mehr oder weniger sicher. Schauen uns mal die Sphären an. Nachdem Preußen weg ist, aber Preußen wird wiederkommen. Auch die Osmanen sind nicht drinnen, aber die werden sicher von den Russen versucht in die Einfluss. Ja, das wäre natürlich schön. Aber, wie schon gesagt, meine Erfahrung hat mir gezeigt, es ist besser, kleine Brötchen zu backen. Die norddeutschen Staaten interessieren mich alle eigentlich wenig. Dänemark vielleicht noch am ehesten.
Dänemark ist aber schon vertraut mit Großbritannien. Das ist schwierig, da reinzukommen. Vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, weiter in Südamerika zu machen. Venezuela, Brasilien sind reiche Staaten. Und ich finde es eigentlich schade, dass sich nie jemand um die kümmert. Versuchen wir es mal mit Brasilien. Brasilien ist eh noch am ehesten umkämpft. Da sind schon zwei Herz, drei herzlich. Na, schauen wir mal. Gut, mit etwas Glück erholt sich Preußen nie wieder von diesem Schlag. Aber ich fürchte, wir haben dieses Glück nicht. Ach ja, im Süden, da sind die widerlichen bei der Sizilien, die sind auch eine Großmacht. Warum eigentlich? Da sind sie selten eine Großmacht. Na gut. Ja, während wir warten, dass unser Geld ein wenig mehr wird, schauen wir uns diese Karte hier an. Okay. Wir sehen, hier gibt es einige grüne Gebiete und da werden wir auch natürlich Truppen bauen. Wir haben da jetzt 3, 6, 6 mal Armee. Ach weh. Eine weg. Zu der sagen wir tschüss. Interessiert uns nicht. 5 Armeeeinheiten. Jetzt werden wir uns von hier ein paar Truppen runterholen. Und zwar Kavallerie. Nochmal Kavallerie. Ein Dragoner und ein Husar. Warum hole ich mir die von hier? Das sind nicht meine Haupt. Das ist nicht meine Hauptkultur, Norddeutsch und Polnisch. Meine Hauptkultur will ich mir aufheben für Gardeeinheiten, da wir sehr wenig süddeutsche Pops haben. Also wenn wir uns das da anschauen, Österreich ist, wie schon gesagt, ein Vielvölkerstaat, 18,5% unserer Bevölkerung ist süddeutsch, 15% ungarisch, 13% norditalienisch und so weiter. Also wir haben da einen Haufen Zeug. Die Süddeutschen wollen wir für Garde aufheben. So, Sachsen, willkommen zurück in meiner Sphäre. Auch wenn es nicht unbedingt so wichtig mehr ist. Aber wir nehmen euch gern. Ihr seid ein reiches Land, ihr habt ein bisschen Industrie. Das passt alles für mich. Gut. Oh, Osmanen und Ägypten haben Krieg. Das mag. Gut, und Preußen möchte gut Freund mit uns sein. Jetzt Nanona will ich auch versuchen an seiner Stelle. Gut, wie schon gesagt, wir brauchen Geld, weil ich glaube, wir haben noch Gebiete ohne Fabrik. Ihre Staaten anzeigen. Ja, Venedig, aber in Venedig wird gerade was gebaut. Ah, okay. Naja. Baden die treulosen Seelen. Und tschüss. Oh. Was haben wir Schulden gemacht? Naja, wurscht. Wir brauchen mehr Geld. Ich sage das nur ungern, aber wir brauchen mehr Geld. Beginnt zu uns verbessert, Portugal. So, das heißt, in Italien müssen wir auch langsam aufpassen, sonst gründen uns die einen neuen Staat da unten. Da werden wir uns vor allem auf Modena spezialisieren. Und vielleicht noch, was grenzt da noch an uns? Parma. Die, die nicht an uns grenzen, die
geben wir gleich als verloren auf. Also Luca und Toskana, das bringt nichts darum zu kämpfen. Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoller nachzugeben in dem Bereich und nebenbei eher unumkämpftere Dinge zu nehmen. Ich bin da sehr gut damit gefahren. So, na schauen. Wollen wir ihnen das gewähren? Aber ja, was soll's. Sehr gut. So, die hätten auch gerne noch ein Pferdtau. Und was ist mit denen? Die hätten gern noch ein paar Infanteristen. Na gut, dann schauen wir mal, wie das da ausschaut. Machen wir einen Truppensammelplatz und hier einen Truppensammelplatz. Und den geben wir weg. So, was wollen wir da haben? Noch eine Artillerie. Nö, das sind süddeutsche Tschechen. Eine tschechische Artillerie. Für diese Armee. Und ihr braucht zweimal Infanterie und einmal Artillerie. Infanterie. Und Artillerie. Passt. Bitte unsere Truppen aufmotzen. Wir werden dann auch die Truppen, die nicht mehr gescheit versorgt sind, versuchen abzubauen und durch neuere Truppen ersetzen. Hallo, wäre vielleicht auch interessant. Hannover ist ein sehr starkes Land. Hannover war überhaupt der erste Staat, der erste deutsche Staat, mit dem ich jemals das Deutsche Reich gegründet habe. Preußen habe ich überhaupt noch nie gespielt. Ich finde es ein bisschen unfair, mit Preußen zu starten. Preußen hat so viele Vorteile in diesem Spiel, genauso wie Frankreich und Großbritannien. Wir wollen jagen. Pfeif auf die Militanz. Wir wollen mehr Prestige. Prestige. Wir sind bereits dritte Großmacht. Na schau an. Das geht ja schneller, als ich dachte. Und unsere Industrie ist mittlerweile auch halbwegs brauchbar. Selbst in der Industrie sind wir schon Großmachtstatus. Zwar noch lange nicht auf dem Level von Großbritannien, aber wir sind schon vergleichbar mit Frankreich und den USA. Na, nicht schlecht eigentlich. Ist gut. Ist gut. Kann ich damit leben. So, haben wir noch ein Darlehen? Ja, ganz kleines. Jetzt nicht mehr. Wir investieren in diese Fabrik. Ah, okay. Wir verdienen so wenig Geld. Aber immerhin, wir haben ein paar Kapitalisten, die uns das bauen. Himmel, da passiert viel. Entschuldigung, ich muss mal kurz auf Pause drücken, damit ich mir das alles anschauen kann. Niederlande mag uns. Russland, Großbritannien, Frankfurt mag uns, Spanien, Frankreich, USA, Großbritannien, Russland, Spanien. Das sind lauter Dinge, die uns nicht interessieren. Die mögen uns jetzt alle, die norddeutschen Staaten, plötzlich. Jetzt haben sie ihre Schutzmacht verloren und schon
mögen uns alle sehr viel mehr. Ja, selbst Preußen versucht sich bei uns einzuschleimen. Na gut. So, wenn wir das haben, wenn wir da auch noch die Armee verbessern. Okay. Da brauchen wir noch Artillerie. Artillerie und zwei Pferd und ein Pferd. Ein Husaren. Hier auch noch einen Sammelpunkt machen. Einen Husaren haben wir gesagt. Einmal Artillerie. Oh, und das ist ein Süddeutscher, den wir dafür nicht verwenden. Also warten wir, bis die fertig sind. Dann holen wir uns von da noch eine Artillerie runter. Schon schon. Vertrieb drosseln. Lokalregion, bla 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 bla, was? Kroatische Geschichte. Da kann man das Bewusstsein von Aristokraten und Kapitalisten erhöhen. Und da Facharbeiter und Angestellte. Wir haben noch keine Facharbeiter und Angestellten. Ja, machen wir das. Vielleicht haben wir doch noch schon mehr als Kapitalisten und Aristokraten. Ich finde Bewusstsein nicht so schlecht. Bewusstsein heißt nur so viel wie, dass die Leute sich dessen bewusst sind, was in ihrer Umgebung passiert. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Das erhöht zum Beispiel unsere Forschungsquote. So, das brauchen wir dann nicht mehr. Das brauchen wir da auch nicht mehr. Dafür haben wir hier noch, da noch eine Artilleriebahn, die nach Mailand geht. Ins Gefängnis. Wir wollen Bewusstsein, keine Militanz. Ah. Wir sollten uns wieder zum Verbessern der Beziehungen kümmern. Das sind wir. Was alles mir egal. Russland. Wenn ich mit Russland eine Beziehung von plus 200 habe, ist das auch gut. So, die drei. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch die USA? Spanien? Spanien wäre vielleicht nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht in Kolonialkriegen, wenn wir die auf unserer Seite haben. Und mehr Truppen. Also mehr Admiräle. Und Generäle. So, wie schaut das aus? Ha, wir haben Positivismus. Details. Funktionalismus, Staat und Religion oder irgendwas in der Industrie. Na, Eisenbahn bringt jetzt nichts, weil wir bauen noch die alte. Mechanische Produktion wäre schon sehr schön. 6000 kostet das nur. Na, fangen wir an. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon ein Plus von 0,04% in Alphabetisierung pro Monat. Auch nicht schlecht. Und die Alphabetisierung ist im Übrigen vom Beginn an auch fast schon, nein, verdoppelt nicht. Wir haben bei 14% begonnen. Oh, immerhin. Von 14 um 8, um 7 gestiegen, also um die Hälfte, um 50% schon gestiegen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch unsere Forschungspunkte sind bald bei 16 Punkten. Damit sind wir zwar noch immer weit abseits wahrscheinlich von Frankreich und Preußen, aber wir sind nicht schlecht, nicht schlecht auf dem Weg. Ah, warte mal, da habe ich auch noch eine Truppe, die ich aus müsste. Na gut. Oh nein, verdammt. Unsere Leute sind gegessen worden. Kann ich nicht nochmal eine schicken? Würde ich wirklich gerne. Brasilien. Oh, Schweden hat Skandinavien gegründet. Das kommt selten vor. Das heißt, sie haben Dänemark eingenommen, in die Einflusssphäre aufgenommen. Wow, das ist nicht schlecht. Die werden nicht mehr aus den Großmächten rausfliegen, fürchte ich fast. Oder weiß ich nicht, wie ich fürchten soll. Ist mir eh recht. Besser die als Preußen. Mal abgesehen davon, dass die sicherlich da in Norddeutschland auch versuchen zu sphieren. Preußen bricht jetzt die Bündnisse mit all diesen kleinen Staaten da. So, wir sind schon auf 15,7 Infamie. Na, das geht ja runter. Die Deutschen Bund wollen wir noch immer nicht gründen. Eine politische Reform wäre schön, wenn wir machen könnten. So, Mailand ist auch schon fast schön. So, die müssen wir auch noch ausbauen. Dann haben wir 5 fast ausgebaute Truppenkörper. Wir werden dann auch relativ bald erforschen, dass wir vor der Lade, dann können wir nämlich Pioniere bauen. Dann kommt nämlich in jede von unseren Armeen noch eine Pioniereinheit rein. Die sind besonders gut beim Belagern. Später sind sie auch ganz gut als Unterstützungstruppen im Kampf, aber vor allem zum Belagern sind die supi. Dann geht es viel, viel schneller. Und vor allem jetzt, wenn die Gegner dann anfangen, irgendwelche oh mein Gott, ich hasse die Grippe. Naja, okay, mit allen Mitteln dagegen ankämpfen. Wer braucht schon Geld? Was heißt Konkurs? Was? Wir haben nur 1000 Schulden gehabt. Wir sind ein Riesenstaat. Verdammt nochmal. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Shit, das gibt's ja wohl nicht. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ich hoffe, das hat auf meine Diplomatie keinen Einfluss gehabt. Ja, Gott sei Dank. Das hätte mich jetzt noch ein bisschen genervt. Einen Konkurs. Okay, irgendjemand hat gegen mich jetzt einen Kriegsgrund Schuldentilgen gekriegt. Soll sein. Und vor allem, aha, mein Prestige hat gelitten. Nur noch 31. Aha. Für das bisschen Schulden. Gebiete. Ich hasse euch. Wir haben 100 Punkte Prestige verloren. Damit haben wir das verdient. Na okay, bleiben wir halt bei 100% steuern.
Wir bauen hier Eisenbahnen. Oder auch nicht. Na komm, lass dir helfen. So, wir sehen uns das hier an. Naja. Großartig viele Eisenbahnen haben wir jetzt noch nicht. In den blauen Gebieten können wir Eisenbahnen bauen. Oh, die Deutschen haben in Schlesien auch noch keine Eisenbahnen gehabt. Schau an. Das ist interessant. Hätte ich nicht gedacht. Sulus sind erobert worden von den Briten. Das machen sie eigentlich auch nicht immer, was ich interessant finde, weil es nämlich, glaube ich, ziemlich historisch ist. Spanien, Skandinavien. Ja, wir können jetzt nicht allzu viel machen, wie schon gesagt. Wir warten jetzt nur, bis unsere Wirtschaft so gut ist, dass uns das nicht mehr so bald... Ach, warte mal. Haben die da irgendwelche Fabriken zugesperrt, während wir in Konkurs gegangen sind? Bezuschussen alle Fabriken mal. In der Fabriken geschlossen. Da ist eine geschlossene Fabrik. Ja, kostet uns 1700, um sie aufzumachen wieder. Na kommt schon. Das Geld haben wir gleich. So. Wir lassen doch keine Leute auf der Straße sitzen. Arbeitslose sind schrecklich. Die kommen vielleicht auf die Idee zu revoltieren gegen uns. In Venedig steht noch immer keine Fabrik. Die hatten doch ein Projekt, um die Fabrik in Venedig zu bauen. Wo ist denn das hin? Arg. Könnte sie bitte eher die Eisenbahnen bauen und nicht das Ding da oben? Mehr Liberale, okay. Okay, also um Italien brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Sizilien, Neapel ist wieder draußen, dafür ist Preußen wieder drinnen. Hurra, wir freuen uns voll. Jetzt beginnen sie uns wieder zu nerven. Und versuchen uns wieder irgendwelche Sachen abspenstig zu machen. Ja, wir sollten uns vielleicht auch die Konflikte mal anschauen. Wie schaut denn das aus? Zurzeit noch keine. Das ist gut. Das ist gut. Ach, verstehe, die haben sämtliche Sachen, die gebaut wurden, einfach abgedreht. Ich muss das jetzt nochmal bauen. Idiotisch. Grrr. Wieso geben sie mir keine... Naja, wurscht. Okay, Herrschaften. Dieses Installment war relativ langweilig für euch wahrscheinlich. Für mich nicht ganz so. Wir sind einmal in Konkurs gegangen, was ich nicht so toll finde, aber was soll's, kann man nichts machen. Wir werden jetzt da noch einmal was tun, nämlich die Meinung senken von Preußen. Und Hannover die Meinung steigern. Und Sachsen die Meinung senken. Modena. Sie verbessern. Großbritannien verbessern wir die Beziehung auch. Und Russland brauchen wir sie nicht mehr verbessern. Spanien verbessern wir sie auch nochmal.
So, Sachsen. Und schon sind sie wieder genauso stark wie wir. Arg. Das geht schnell. Gerade eben waren wir noch Zweiter, Dritter und sie waren 16. Und jetzt sind wir wieder Siebter und Achter. Na toll. Das freut mich aber. Blöder Konkurs. Na gut. Wie bereits gesagt, eine schöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.